setzt euch mal drauf und sagt mal kritisch oder auch wohlwollend, was euch einfällt zu Kunst und Kultur in Deutschland oder das, was ihr sowieso schon mal loswerden wolltet. Wir hoffen und wir fordern, dass die Künstlersozialkasse erhalten bleibt, dass sie nicht zerstört wird. Wir sind als Arbeiterpartei darauf angewiesen, dass die Menschen Bildung haben und dass alle den gleichen und kostengünstigen Zugang zum Gut Buch haben. Ich bin für kostenlose Musikpädagogik bei Kindern in der Kindertagespflegestelle. Nein, Kultur und Kunst ist in unserer Gesellschaft ganz wichtig, auch experimentelle Sachen. Ich wünsche mir eine Kulturpolitik, die die Kommunen wieder als Kulturstaat vor Ort ernst nimmt. Kultur ist mein Lebensmittel. Kultur gehört für mich als Bestandteil von Gesellschaft unbedingt dazu. Kunst und Kultur gehört zum Leben, zu einem ganzheitlichen Menschen und zu unserer Gesellschaft. Und deswegen müssen wir sie auch ordentlich fördern. Dann geht es darum, das Freihandelsabkommen, was mit Amerika geplant ist, nochmal umzugestalten, dass zumindest die Kultur ausgenommen wird und nicht bloß als reines Wirtschaftsgut behandelt wird. Denn wenn man das zu Ende denkt, dann wären das, was wir heute Kulturförderung nennen, plötzlich auf einmal ein Wettbewerbsnachteil im Rahmen der internationalen Beziehung. Und das kann das nun, weiß Gott, nicht sein. Und jetzt muss sie nur noch so mutig sein, dass sie auch ein Bundeskulturministerium auf den Weg bringt. Das wäre eine tolle Sache. Meine Meinung ist, Kultur kostet Geld. Und wenn man Theater schließt, ist das eine Einschränkung der Kultur. Man läuft Gefahr, dass Kultur nur noch in der Vergangenheit besteht und Neues abgeblockt wird. Zum einen gibt es ja die Diskussion der Ganztagesschulen, die ja auch von der SPD aufgenommen wird. Meine Bitte dabei, auch mal die außerschulischen Institutionen mitzudenken. Ich wünsche mir eine Kulturpolitik, die die Vielfalt und auch die regionalen Besonderheiten erhält und die Kultur als etwas begreift, was man sich nicht zusätzlich leisten kann, sondern was eine notwendige und ganz wichtige Voraussetzung für ein reichhaltiges Leben und auch für eine reichhaltige Entwicklung auf anderen Gebieten ist. Was ich mir wünsche, ist, dass Kulturpolitik weiterhin für ein selbstbewusstes, kulturell selbstbewusstes Deutschland in seiner ganzen Vielfalt sorgt. Und deswegen brauchen wir endlich den Wechsel, damit diejenigen Politikerinnen und Politiker an die Macht kommen, die genau das verstehen und die Leute unterstützen, die sich so sehr ehrenamtlich, kreativ, mit vielen Ideen für eine ordentliche Kultur einsetzen. Heute im Zeitalter der Einwanderer, und wir haben sehr, sehr viele Einwanderer, gerade in unserer Region, da finde ich, identifiziert man sich über Kultur. Wir Deutschen über unsere und die, die zu uns kommen, über ihre Kultur. Und das Miteinander, das Nebeneinander ist das Eigentliche, was ich wichtig finde für ein gesundes und ordentliches Zusammenleben. Aber eben auch etwas für die freie Szene tut. Denn das ist das, was die Kulturpolitik gerade in den großen Städten, aber eigentlich überall in Deutschland ausmacht. Ich möchte, dass die freie Kultur stärker gefördert wird. Ich möchte, dass wir Fördertöpfe für Künstlerinnen und Künstler haben, dass die einfach unbürokratisch zu Geld kommen und ihre Ideen, ihre Visionen in Kunst und Kultur verwirklichen können. Aber es geht auch um die Schaffung von Strukturen, langfristigen Strukturen. Und die vermisse ich auf ganzer Linie jetzt bei der Kulturpolitik der CDU und FDP. Wir brauchen die Kulturpolitik, um mit uns zusammenzuarbeiten und um dafür zu sorgen, dass wir die Ideen und die Projekte und die Visionen, die wir haben, realisieren können. Das wäre schön, wenn Kulturpolitik auch nicht immer nur darüber reden würde, wie viel Gelder wir jetzt wieder neu vom Kuchen der gesamtöffentlichen Gelder für Kunst und Kultur bekommen haben, sondern tatsächlich fragen würde, was wollen wir eigentlich mit Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft erreichen. Ja, und vor allem die nicht vergessen, die es ohnehin schwer haben, die schräges Zeug machen, verrücktes Zeug machen, Free-Jazzer, Rockmusiker, die schräge Klänge produzieren. Wichtige Kultur, zukunftsweisend aus meiner Sicht, das darf man auf keinen Fall vergessen bei der Kulturförderung. Und die haben es wirklich oft schwer. Ich erwarte von Kultur, dass sie ein
neuen und anderen und kritischen Blick auf Gesellschaft und auf Realitäten wirft und auch Alternativen aufzeigen kann. Ich kenne sehr viele Leute, die immer wieder Projekte haben, auch in der Zwischenzeit wieder arbeitslos sind, in der Zeit aber kein Arbeitslosengeld kriegen, weil sie sozusagen nicht lang genug arbeiten, dass für diese Menschen eine Art von Versicherung hergestellt wird, in der sie längerfristig und auch mehr abgesichert arbeiten können. Kultur muss für alle zugänglich sein. Und wichtig ist, Kultur muss manchmal oder sehr oft unverständlich sein, damit sie Anregung bietet, sich damit auseinanderzusetzen, Dinge anders zu sehen, Dinge neu zu sehen. Buchpreisbindung ist auch ein gutes Beispiel. Es kann nicht sein, dass ein Anbieter wie Amazon in Deutschland seine Geschäfte macht, aber die Steuern dafür dann in Luxemburg abführt und dort im Grunde kaum Steuern zahlt. Also ich als real existierender Künstler sage immer, Innovation braucht Inspiration. Mehr weiß ich nicht. Dude.